das böse. Rote Beleuchtung, gruselig. Oho. Warum wird rote Beleuchtung eigentlich immer als gruselig angesehen, frage ich mich gerade. Nicht immer, in Amsterdam nicht. Nee, in Amsterdam, in den Schaufenstern, die sind ja nicht gruselig, ne? Da kennt der Rumpel sich aus. Es sei denn, das sind Leichenteile. Na, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Horror-Special hier zu später Stunde bei LBT Horror-Special heute mit tollen Spielen. Es ist so spät, da geht mir der Hut hoch. So. Ja, es sind alle schlechten Witze schon abgenommen. Es werden noch mehr kommen hier bei dieser schönen Runde. Ja, wir spielen heute ein paar lustige Games. Da wird einiges dabei sein. Und wir fangen an mit einem Titel, der sich noch aktuell zum aktuellen Zeitpunkt der Early Access Version befindet. Es geht um Afterfall. Worum geht's? Afterfall. Oh, man muss auch aus jedem Scheiß schlechten Witz machen. Aus dem was? Ja, heute spielen wir mal ein Ründchen. Ey, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich diese Drohnenmusik einspiele, wenn ihr so einen Blödsinn labert. Wir müssen nochmal anfangen. Nee, wir müssen nochmal anfangen. Es geht um ein. Achso, okay, warte. Okay, nochmal. Pass auf, ich geh mal nochmal. So, warte. Genau, böser Blick. Wir spielen auch nochmal den Anfang an. Moment. Ja, ja, warte. Nochmal der Let's Play Together Trailer jetzt. Ich bin eine Fledermaus. Rotes Licht sieht böse aus. Außer in Amsterdam. Außer in Amsterdam. Da heißt rotes Licht Fleischbeschau. Menschenfleisch. Kannibalismus. Ja, der verrückte Dr. Gronkh, ja? Ja, und ich bin der Herr Sarrazar. Und wir machen heute ein kleines Horror-Special, wie schon gesagt. Ein Horror-Special, sagst du? Horror-Spezial. Ein Horror-Special? Pass auf, ein nie dagewesener Witz, da geht mir der Hut hoch. Hey, hammergeil. Ja, heute wird es ein bisschen gruseliger hier. Zu später Stunde. Was sagt der Rumpel wieder hier? Ich hab ein Déjà-vu gerade. Ja, komisch, Matrix. Wir leben in der Matrix, deswegen ist ja auch alles rot statt grün. Wir haben eine farbenblinde Matrix. Ja, aber heute haben wir eine richtig coole Kolorierung, richtig passend zur Atmosphäre, die wir natürlich wieder erfolgreich runtergezogen haben. Und wir dürfen mal USK 18 Titel spielen, das dürfen wir sonst nie. Aber kann ich nicht. Na, und wenn ihr nicht 18 seid, müsst ihr natürlich sofort abschalten. Naja, wir sehen uns jetzt in Afterfall wieder. Ja, willst du noch einen schnellen Witz über Afterfall machen? Wer macht denn sowas? Das finde ich voll, voll niveaulos. Also hast du wieder was Schlechtes gegessen? Witz über Afterfall. Wir spielen Dünsches Reconquest. Nein, hör auf jetzt, bitte. Wir spielen also Afterfall. Ich finde das Menü hier übrigens auch ziemlich geil. Ich muss sagen, das sieht auch schon verdammt pfiffig aus für eine Open Beta. Early Access Open Beta, das spielt ja heutzutage wenig Rolle. Guck mal, hier sieht man das im Hintergrund, wie das... Apropos Rolle. So, ist aber ein Spiel, was ja schon einmal tatsächlich in einem Vollpreistitel Insanity, ne? Afterfall Insanity hieß das, glaube ich, ne? Genau, Afterfall Insanity. Und das heißt jetzt Reconquest, ne? Rückeroberung. Ja, genau. Ja. Und du hast ja schon heimlich angefangen, das heißt, du bist ja schon wieder voraus. Ich bin ja direkt am Anfang noch. Unfassbar. Also Third-Person-Shooter ist es so ein bisschen mit einer Survival-Endzeit-Welt. Right, hier sieht nicht mehr alles so frisch aus. Ja, sind ein paar Probleme geschehen und wir sind so einer der Survivor, einer der Heroes hier in dieser Welt. Das Spiel ist noch nicht so horrormäßig wie das nächste. Wir werden gleich anzocken, Evil Within. Heute erschienen, wenn ihr top aktuell dieses schöne Streamchen guckt. Ja, und das wird ganz witzig. So, mit Space können wir sprinten und ich bin jetzt hier schon um die Ecke. Der Gronkh jetzt auch, ihr seht das. Ja, ich spiele das Spiel auf zwei Laptops gerade an. Ich muss aber noch ein bisschen warten. Ich muss leider noch ein bisschen warten, weil ich weiß zufällig, was passiert. Weil wir haben das zum Glück noch nicht angetestet oder so. Und ich habe das Scheiße. Gefühl, oh Scheiße, da kommt der Zug. Wow. Alter, der hat mich getroffen. Mich auch. Was zur Hölle? Ich bin schön in die Ecke gegangen. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich finde das Outfit auch heute absolut stylisch, Alter. Du, ich habe mir eine Burka gekauft. Das ist so eine, die war günstiger. Weißt du, da war nicht so viel Stoff dran. Das ist so eine günstigere Burka. Du siehst aus wie Jesus, wenn du das richtig umbindest. Ja, mit dem Rosenkranz um den Kopf. Ich könnte das gleich mal ausprobieren, also tatsächlich. Aber ich glaube, Jesus hatte nicht so eine komische Brille, ne? Ja, wir haben ja nachher noch einen Spezialgast hier. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal wieder hier Afterfall. Ey, ihr sterbt doch gleich wieder. Ich sehe das doch kommen. Fuck, wo muss ich mich verstecken? Nein, renn doch. Ja! So, jetzt schaffe ich es aber auch. Schafft der Gronkh es. Vor allem, der rollt sich gar nicht mehr ab bei mir. Der soll sich ja abrollen, aber. Alter, hier kommen jetzt wohl die Viecher aus dem Kabuff. So. Das mache ich easy, wenn man schnell. Stirb, du Bestie! Oh. Also ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass Sprinten Leertaste ist. Das ist ein bisschen komisch. Was sind das eigentlich für komische Viecher? Und warum haben die jetzt die Erde übernommen? Ich verstehe das gar nicht. Warum hast du überhaupt so einen komischen Rosendornkranz auf dem Kopf? Ja, es ist spät. Ich musste wieder auferstehen, um die Sendung zu moderieren. Huch, ich habe den Kopf weggeschossen. Der blutet aus dem Hals. Ich bin gerade mal hier hochgegangen. Hier sind weitere Feinde. Oh, der Herr, stimmt, das ist mir gerade auch passiert, tatsächlich, ob das eine gescriptete Szene ist. Ich muss aber sagen, das Spiel ist schon recht weit dafür, dass wir uns hier in der Early Access Version befinden.
Also es ist alles noch still under development, also immer noch in Entwicklung. It is under development still. Erinnert so ein bisschen an Stalker oder an Metro oder so, ne? Ja. Ja, Metro, Stalker ein bisschen, obwohl es doch sehr Shooter-lastig ist, ne? Auf jeden Fall. Es gibt auch nachher noch menschliche Gegner, weiß ich. Es soll so ein bisschen Open World auch werden. Ach, das ist cool. Was du alles weißt, Rumbi. Du kennst dich ja mit allem aus, wa? Mit vielem. Na gut. Und einiges davon willst du gar nicht. Und deine Bescheidenheit, ja gut, das stimmt wahrscheinlich. Willy Wonka. Walle Wonka war das doch. Walle Wonka und die Schokoladenfabrik. Oh, guck mal, der Walle ist schon draußen. Huch. Ja, ich bin auch kein Kackbuhn wie der Gronkh, weißt du? Ja, ich bin jetzt auch draußen. Was ist denn das? Ja, draußen. Endlich kommst du mal vor die Türe wieder. Ach, nur ein beleidigen Kackbuhn vor die Türe. Sieht aus wie Jesus. Was keine Beleidigung ist. Jesus ist doch keine Beleidigung. Alter, Jesus ist einer der coolsten Typen auf dem Planeten. Konnte Jesus eigentlich surfen? Ich weiß nicht. Wird ihm passen? Aber ganz ehrlich, der kann ja... Ich will mit Shift immer der laufen. Der konnte mit den Füßen übers Wasser surfen. Ja, eben, das meine ich ja. Der braucht doch gar kein Board, der surft einfach so die fette Welle. Was total das Horrorthema ist für heute. Also ist ja schon echt geiles Game Design, muss ich sagen. Also und ganz kurze Frage, Jesus, ne? War der eigentlich auch, der ist ja wieder auferstanden, ne? Der war echt okay. Ja, aber der ist ja wieder auferstanden. War der auch ein Walking Dead? Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Schnell. Ich glaube, das Auferstehen von Jesus war das vollkommener als bei den Zombies. Wäre doch mal ein Spiel. Ja, na gut. Jesus Zombie Killer oder so. Und du musst als Jesus so eine Horde Zombies wegfällen. Jesus, reclaim the earth. Im Korb mit Moses. Alter, geil, mit so einer fetten Shotgun. Oh, der hat ja einen Headshot gegeben. Und die Shotgun sieht aus wie ein Kreuz, Alter. Das wäre mega. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ja, das Spiel ist jetzt noch nicht ganz so horrorlastig, aber auch schon. Ah, die hauen mich um. Erik, helf mir. Huch, ich bin tot. Wer schießt denn hier? Ich bin down. Es waren richtig viele gerade. Ja, da gibt's auch menschliche Gegner. Ja, ich hab's ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Die schießen auch. Und der Gronkh wird da auch gerade schon wieder vergewaltigt irgendwie. Dabei ist der Rumbel gar nicht um die Ecke. Guck mal, wieder weil er alle beleidigen muss. Das finde ich nicht immer. Der finde ich auch. Ich finde voll Mitty-mäßig. Aber echt. Voll der Mobber, ne? Mach ich aber nur bei euch, weil euch kenne ich, ja? Voll der Mobber. Aber das Gute ist, die NPCs aus dem Spiel, die mobben wiederum den Sarazar. Ja, das stimmt allerdings, ist was dran. Alter, nee, ich wurde von Menschen erschossen. Diese scheiß Menschen. Alter, der... Menschen sind doch kacken. Boah, das ist kackenschwer. Alter, da zieh ich mir den Dornkranz zurecht, ganz ehrlich. Also, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Alle Flüchtlinge sind drei. Das sieht voll scheiße aus. Sieht voll aus wie so ein Obdachloser. Jetzt sage ich mal nichts. Jetzt nehme ich mal die Brille ab. So. Zeig dir wieder, ich würde immer beleidigen. Gronkh, die siehst du lieblich aus. Ich liebe deine Augen. So. Reicht's aber hier. Sieht ein bisschen aus wie... Ich sehe aus wie der letzte Überlebende auf der Erde. Ich glaube, Jesus hat doch immer so zwei Finger ausgestreckt und die anderen angewinkelt. Du meinst Peace-Zeichen, oder was? Nee, nicht so V-mäßig, sondern die sind parallel, die zwei Alter, Finger. Alter, das gibt's nicht! Der Japan-Jesus. Jatta! Mit so zwei Zeigefingern. Sind ja nicht zwei Zeigefinger. Wie hat der die Finger ausgestreckt? Wer jetzt? Drück Jesus. Mal die Shift-Taste. Halt mal die Shift-Taste gedrückt. Ja, ich weiß, Schrapnell. Ich glaube, ihr müsst einfach vorsichtiger vorgehen. Ihr dürft nicht so schnell vorlaufen. Ja, das stimmt. Da ist absolut was dran. Da kommt er jetzt so. So, der wird da. Ihr habt übrigens auch eine Art Schild. Und wie aktiviere ich das? Tja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Ja, das ist eine interessante Nummer. Also, wie gesagt, ihr merkt ja, wir spielen das auch zum ersten Mal. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich habe den gerade erschossen. Kommt wieder einer von hinten, der genau hinter mir gespawnt ist. Da hast du den Schild. Ja, wenn die näher an mich rankommen. Ah, super Schild. Ey, voll Horror gerade. Alter, das Spiel ist kackenschwer. Ja, der Horror kommt gleich in der zweiten Abteilung. Das Spiel war noch eine Runde Evil Within. Evil Within ist übrigens auch kackenschwer. Also, das wird wahrscheinlich ein Spaziergang gegenüber dem hier, so wie es aussieht auf jeden Fall. Ja, der Erik wird das schon meistern. So, wie soll man denn Energie drainen? Das geht doch gar nicht. Vielleicht habt ihr auch die Folge heute gesehen beim lieben Gregor Onk. Der hat das ja jetzt auch angefangen zu spielen. Ja, voller Wonne möchte ich betonen. Voller Wonne. Muss ich mal ganz kurz gucken, da kommt doch gleich wieder einer von hinten. Da kommt er angeschlichen. Alter, ich krieg einen Krampf. Das gibt's doch nicht. Kackst du auch nur noch ab am laufenden Band? Ja, vor allem, weil diese Viecher ständig überall auftauchen. Ich muss Musik einspielen, ne? Das ist euch schon klar. Ich kann jetzt nicht mehr diese... Boah, weißt du, wie ich mich jetzt konzentrieren werde, Rumpel? Weißt du, wie ich mich jetzt konzentrieren werde? Ich bin jetzt still. Ja, okay, pass auf. Dann werde ich jetzt nochmal... Alter, gib mir die Musik, die ich brauche, um die perfekte Atmosphäre einzusteigen und mich zu fühlen wie in einer Endzeitwelt. Nein, Gronkh, du darfst das jetzt nicht machen. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich darauf einlassen. Umba, Lumba, Wipperdi, du.
Irgendwas Karnevals-Popeye verkleidet, Junge. Das war doch gar nicht Popeye, das war doch Willy Wonka, oder? Nee, Popeye warst du Karneval. Ja, ja, ich schon, aber das, die Melodie gerade war von Willy Wonka. Ach so. Ja gut, das... Bams! Kann man den auch schleichen? So, jetzt hab ich sie. Jetzt sind sie dran. Ich glaube, ich habe die Schlimmsten erledigt. Kerl da oben. Aber es sieht da echt, also super nice aus, muss ich absolut sagen. Absolut. Das macht auch Spaß, es ist nur scheiße schwer. Ich habe keine Muni mehr. Alter, wollt ihr mich verarschen? Jetzt bin ich extra den anderen Weg gegangen und habe keine Muni mehr. Ich glaube, da lag welche, aber ich konnte nicht. Ah, der Walle ist weitergekommen. Ja, aber siehst du, was passiert ist? Oh. Was ist da passiert? Er hängt. Ich habe gesagt, ich konzentriere mich mal und mache jetzt voll das gute Gameplay und was ist, ich krieg's eigentlich mal halbwegs hin und dann... Bist du an den Menschen vorbei? Ich hab's geschafft. Ich hab das Gefühl. Jetzt häng ich in. Och nö. Oh, nö. Es gibt hier unendlich von diesen Viechern. Die tauchen einfach unendlich wieder auf. Nee, du kannst sie schon. Nee, ich hab hier gerade eine Runde gemacht und da tauchen einfach genauso viele wieder auf. Nee. Genau, also diese Waffe hast du unendlich übrigens, ne? Diese. Schrapnell? Ja. Ja, auch die Pistole habe ich doch unendlich, oder? Nee. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich habe jetzt leider keine Muni mehr. Ich nehme das zurück. Und da musst du nah dran sein, damit du gut Schaden machen kannst. Ach, sind die jetzt down, oder was? Kam doch eben noch hier rausgekrabbelt, da. Alter, ohne Muni wage ich mich gerade ins Lager vor. Hinter dir wird es noch angeschossen. Boah, Muni. So. Also jetzt geht's. Ich bin im Lager, ohne Munition. Alter! Was denn? Da waren noch zwei. Die habe ich übersehen. Die besten Freunde kommen oft ganz überraschend. Alter, ist der Hammer, wie wir hier die eine Passage zeigen. Oh nee, Alter, hier geht's ja gar nicht weiter. Für mich selber. Nee, was war das denn? Die können teilweise machen. Lass mich verarschen. Machen die One-Shots und du bist tot. Rumpel, hast du es gesehen? Ja, ich amüsiere mich prächtig hier gerade. Alter, ich bin mega empört, Alter. Ich war jetzt endlich in der Basis. Ohne Muni habe ich mich vorgekämpft. 10.000 Kilometer Entfernung, pam, direkt durchs Auge. Der kleine Stricher, das ist ja unfassbar. Huch, jetzt lade ich auch schon wieder auf. So, jetzt aber, ihr Schweine, komm. Boah, du bist voll im Kreuzfeuer gerade. Ja, ich sehe das gerade. Weil ich erstmal hier an der Ecke stehen. The best friends are kommen häufig. Ganz überraschend, sehr läufig. Scheiße, dass man sich nicht regeneriert, ne? Man kann wohl angeblich irgendwie... Das ist doch wohl ein Witz, Alter. Der steckt selber 1000 Schüche ein. Das ist doch nicht wahr, Alter. Verpisst euch mal jetzt. Down. Soll ich langsam aggro? Wie ich den weggesappt habe. So, Kopfschuss. So, jetzt noch den da oben. Und dann haben wir es geschafft. Sind zwar fast tot, aber... Komm, letzter Versuch. Alter, das Spiel ist kackenschwer. Mach davon mal ein Let's Play, ey. Hast du das nicht überlegt gerade? Ja, hatte ich auch überlegt. Da habe ich aber doch mich dann... Nee, eigentlich mag ich ja schwere Spiele. Ich finde die Herausforderung gut. Man muss hier nur wirklich... Ne. Ah, was hältst du davon, mal C zu drücken? Was macht ein C? Hier ist Entdeckung. Toll. Warum sagt das Spiel so einem sowas nicht? Mit F soll man angeblich... Noch Early Access und du hast Besuch. Seh, du spielst genauso gut wie ich. Soll ich euch erlösen und nee. Eine hübsche junge Frau hineinschicken? Ja, das schon, aber ich will noch einmal versuchen. Okay. Ein letzter Versuch. Boah, was? Vor allem die Dinger auch alle. Ah ja, die kämpfen. Die lassen das gleich die Vorf spielen. Die kann das bestimmt. Ja, ich. Willst du mal spielen, Vorf? Ich glaube, ich lasse mich erlösen jetzt. Ich gucke dem Ball jetzt nochmal zu, aber ich mache jetzt mal alte 4 gerade, ganz clever. Was nicht Alter! Ja, ich sehe gerade, du bist genauso gut wie ich. Hä? Du bist einfach ein Mann der Skills. Ja, ich sag dazu mal nichts, ne? So. Ja, das war auf jeden Fall After Wow, haben wir mal richtig viel gezeigt. Die ersten 5 Level haben wir gecheckt, der beste Alter, Game auf dieser ganzen Welt. Das Let's Play könnt ihr bei Walle auf dem Channel sehen. Ja, oh, jetzt geht's Alter, was ist denn jetzt los? Oh. Alter, muss ich mir erstmal was anziehen, wenn so viel Licht da ist? Alter, Licht bin ich gar nicht gewohnt, voll der Vampir.
Ja, na, sieht so du? Sexy aus. So, komm, jetzt Maxen begrüßen wir mal unseren Gast für unsere Horror-Special-Sendung. So, sieht aber rein. Gar nicht so Horror aus, aber sie macht uns zum Horror-Menschen. Noch mehr als sonst. Hi. Wie geht's dir, alles gut? Ja. So, komm, nicht wir gesehen, müssen so schon, wir uns noch gar nicht gesehen. Ach, nein. Ja. Hallo, ja. Schön, dass du hier. Letztes Mal haben wir uns auf der Gamescom gesehen, das stimmt aber tatsächlich, dass im Bus geschminkt, hardcore die Leute, ganz viele, vielleicht war der eine, dreh dich doch mal hier so, können die Leute dich jetzt sehen. Im Evil Within Bus. Und du bist ja mit dem Bus auch unterwegs, deutschlandweit, ne? Bus ist, naja, amerikanischer Krankenwagen trifft es ja so ein genau, Thema. Genau, ja, stimmt. Wir Deutschen sagen Reisebus. Ja, oder okay, na, wir haben uns da wirklich Mühe gegeben und so einen original Krankenwagen rangeholt. Und der stand auch an der Gamescom und haben natürlich da zum Spiel passend da die Leute ein bisschen fertig gemacht. Ihr habt Leute fertig gemacht. Ja. Das hast du aber schön formuliert. Ne? Ja. Heute machst du uns auch ein bisschen fertig. Ja. Willst du erst den Gregor umkehren mit seinem tollen Zöpfchen oder soll ich erst mich. Mir ist das egal, ihr könnt auch beide. Und du bist Make-up-Artist, bist ja professionelle Make-up-Artistin, aber auch Tattoo-Model, hast du mir eben erzählt. Psst. Darf ich das gerne sagen? Das sieht man, du hast ja ganz viele Tattoos. Ja, ja. Coole Dinger. Das muss man zeigen. Ja, hauptberuflich bin ich Make-up-Artistin, mache auch sowas halt nebenher, aber hauptsächlich dann halt doch für Magazine. Üblicherweise mache ich hübsch, heute jetzt mal nicht. Ah, das ist bei uns nicht schwer. Also hübsch machen, da sehe ich aber, da sehe ich noch großes Potenzial. Naja, gut. So. Willst du dich zuerst hinsetzen, mein Lieber? Mir ist es ganz egal. Ich lege das hier mal ganz kurz um den Hut. Das sieht man ja gerade zum Glück gar nicht. Ist eigentlich stylisch, ne? Hat so ein bisschen was wie von viele Mad Leute Max hast du da geschminkt dann bei Evil Within? Hast ja mega krass war das dann. Also erinnert euch vielleicht, wir waren ja auch zusammen da, vielleicht der eine oder andere war, hat uns ja besucht da auf der Gamescom beim Evil Within Bus und da hat die Vorfalt alle Leute zu Zombies ein bisschen deklariert oder ein bisschen blutiger gemacht. Ja, ja, blutiger. Und das, ja, Zombies ist in der Zeit halt nicht möglich, ne? Das richtig, waren ja ein paar hundert richtig. Leute wahrscheinlich. So, und jetzt wird der Gronkh, der kriegt irgendwas am Arm, ne? Jetzt auch blutig gemacht. Ja, genau. Der Arme. Genau. Wenn ihr wollt, mit ganz einfachen Haushaltsprodukten könnt ihr euch auch blutig machen, zum Beispiel Küchenmesser sind da eine super Option oder einfach mal Heft Klammern ins Gesicht oder so. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber du zeigst ja heute auch ein bisschen was. Ne? Genau, ich zeige heute ein bisschen was, wie man das halt trotzdem auch mit professionellen Mittelchen ohne Messer, so, möglichst. Ohne Messer natürlich dann auch zu Hause hinbekommen kann. Denn Halloween steht ja vor der Tür. Genau, ja. Zwei Wochen, ne? Es ist bald, Wochen. Genau. Und viele, viele wollen sich jetzt. Verkleidet ihr euch zu Halloween eigentlich? Ich habe eine Gronkh-Maske. Ja, schade. Also einfach so Haare oder was? Sein können. Boah. Einfach so ein Wookie oder was? Ich werde gedisst, Rumpel. Mach mal was dagegen. Ich werde jetzt immer beleidigt, die Vorf macht. Ich sitze jetzt hier auf der Couch und gebe immer die Sprüche von links. Ich gebe immer wieder so ein paar Sprüche von links. So. Frauen dürfen das. Das ist okay. Ja, du hast einfach so eine Haarballmaske dann quasi. Da brauchst du ja nicht. Oder kannst du eine Gronkh-Maske günstig selber machen. Du brauchst einen Türabtreter und den bindest du ja mit so einem Gummi um den Kopf. Dann sieht das schon so ähnlich aus. Oder ein Wookie. Ah, du bist ja auch seit kurzem auf YouTube unterwegs, ne? Ja, seit kurzem. Shorty, ne? Shorty. Ich habe mein erstes Let's Play rausgehauen. Du machst Let's Play? Ich mache Let's Play. Ach so. So, und ich glaube, du freust dich ganz gerne, weil ich habe jetzt angefangen mit The Curse of... Us. Monkey Island. Monkey Island, der Hammer. Curse of Monkey Island? Ja. Geil. Ja. So, genau. Spielst du? Ja, klar. Die alten Klassiker? Die spielen alle im Nett. Ja. Ich bin beeindruckt. Ja. Da musst du mal, wie ist denn der Channel eigentlich? Shorty. Der war frei? Das zweite genau, Mal, so, der war frei. Ich hatte gar keine Probleme. Frage, mach mal deine Faust so, richtig genau. Faust, ja, das kann ich. Shorty, einfach Shorty so, ohne LP oder einfach? Shorty. Das ist ja frei, war. Wahnsinn. Das ist ein Mysterium. Wahrscheinlich hat den gerade wer gelöscht gehabt. Ja, wahrscheinlich ja. Vor Ärger, Mist, kann ich nicht. Oder du hast ihn schon seit Anfang von YouTube so heimlich gesichert. Gekauft und gesagt, genau. Irgendwann. Markenrechte für Shorty. Also. Ich dachte mir, ich mache bei dir diese The Evil Within Hand, die man ja von dem Cover auch kennt, mit diesem cool. Stacheldraht rum. Geil. Ist nämlich ganz cool für Leute, die nichts im Gesicht haben wollen. Einige sind da ein bisschen... Klar. Empfindlicher und wollen dann einfach schon einen coolen Look haben, aber halt nicht komplett. Und dann also, ich hätte so gerne Rasterzöpfe im Bart, aber das dauert zu lang, ne? Ja, das machen wir nachher, kein okay. Thema. Das ist gut. Dann erklär doch mal, was du da machst. Ja, also grundsätzlich gilt für jede Art der Narben oder Verwundungen, dass man halt mit dunklen Farben einfach optisch tiefer ranzieht. Und dann kann man mit einem einfachen Blut, Kunstblut, das kriegt man dann jetzt halt zu Halloween überall, auf dieses Schwarz drauf und schon sieht das Ganze ein bisschen verkokelt, schön verwundet aus. Das ist eine geile Mucke, der Rumpi gerade einbringt. Im Mittelalter, Panderadei oder nee, ich finde, das hat eher sowas wie hier Beauty-TV. Schauen Sie uns heute an. Ja, und machen Sie eine Reise nach Teneriffa, heute nur 400 Euro. Ich appliziere eine leichte Blutcreme. Also du hast jetzt das Schwarz drauf gemacht, ist das einfach eine Farbe? Genau, das ist eine ganz einfache, also man kriegt eine Schminkfarbe.
Spaß aus. Ich kann ja mal gerade, ich kann ja mal deinen Assistent machen hier. Ja, und genau. Das präsentiere das Produkt präsentiere bitte. Präsentiere dieses Produkt bitte. Aber auch nicht die Marke zeigen, du nee, weißt die Marke ja. Ist da eh nicht drauf. Ja. So, ich halte mal hier so ein bisschen so. Ja. Also ich war jetzt bewusst nicht im Fachhandel. Das können wir nicht automatisch scharf stellen, dann musst du den anderen nehmen. Ja, ist ja halb so wild. Das ist also keine Marke. Das reicht, glaube ich, für die Farben, oder? Nein, das sind jetzt keine Special-Profi-Produkte. Ich bin bewusst jetzt in den Laden gegangen, wo ihr dann auch natürlich überall die Sachen herbekommen könnt. In jeder guten Drogerie kriegt man das einfach. Und um hier natürlich jetzt nicht zu zeigen, wie machen Profis das, sondern... Wonach muss man da fragen? Kunstblut, oder? Das steht in den Regalen. Das ist Kunstblut, das sind diese Ölfarben, das ist wirklich überall. Das sieht schon hammergeil aus. Also erst ein bisschen schwarz, damit genau. Es dunkler wird. Optisch und dann das Kunstblut. Ziehen. Kunstblut drüber ballern. Das mit dem Schwamm machst du das alles, ja, ne? Das ist so ein kleiner Topf, sieht man das? Ja, genau. Man kann auch wirklich alternativ so einen Küchenschwamm nehmen. Das macht nichts. Also man muss sich jetzt extra diesen Schwamm holen. Man kann natürlich dann auch... Oh also mein Kunstblut Gott, das kann ja sogar ich. Farbsetter bisher. Das ist total leicht. Und es ist so schön. Ich weiß nicht, wie ich ohne das leben konnte. Oh, das ist ja der Stuhl ohne Rolle. So. Habe ich beinahe vergessen wieder. So, kann man die Faust schon mal so auf die mal ein bisschen, denn das sieht schon richtig, richtig cool aus. Je unsauberer. Das ist ja letztes so Wochenende. Was ich wieder, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Was wieder für eine Regel unterwegs. Ne? Ja, ja. Ich musste Rumpel aus der Seemannsbar befreien. die im Rudolfplatz, die Bar. Ja, weiß ja, Bescheid. Ja, genau. So, damit das Ganze jetzt noch gefährlicher wird. Alter. Ein bisschen Stacheldraht. Huch, diesen Stacheldraht kenne ich ja noch gar nicht. So was. Ist das einfach nur Bindfaden oder was ist das? Bindfaden ist ein bisschen dünn. Nein, es ist künstlicher Stacheldraht. Bitte keinen echten nehmen, das könnte ein bisschen wehtun. Ja, wäre auch nicht so geil dann Halloween, glaube ich, wenn die Leute damit rumrennen. So. Obwohl, auch für die Ringe bist du besser gerüstet. Ja, gerade so. Mit so einem Stacheldraht-Ring, geil. Bitte nicht zu Hause nachmachen, also nicht den echten. Ah, den kann man kaufen, das ist den ja so ein Plastik-Stacheldraht. Genau, Der ist sieht halt realistisch aber den aus. Aber ja, den gibt es ja eher so im Kostümhandel oder sowas. Ne? Den kriegst du ja nicht einfach so. Na, zu Halloween glaube ich schon, dass da wirklich so einige Gimmicks rumfliegen. Ah, okay. Es gibt ja auch in euren Städten wahrscheinlich, wo ihr wohnt, bestimmt einen Kostümladen. Also in Köln gibt es zum Beispiel riesige schwierig, Kostüme um die Muskeln herumzukommen, ich weiß. Deine, das ist sehr schwer, genau. Sehr ausladend. Alter, das ist schon total geil. Und dann hat man da schon ganz cool, die typische. Ja, ja so, das ist wie ein Frauenarzt. Boah, ist aber cool. Das sieht richtig geil aus. Ja. Das sieht schon voll realistisch aus. Und du hast es eigentlich ziemlich schnell gemacht. Genau. Ich wollte gerade auf die Zeit verweisen, weil das Ganze ist ja ziemlich fix gemacht und man kann halt, das wird auch ist trocknen. Das trocken, genau, das trocknet, dann wird das halt, du kannst es danach anfassen, das verläuft nicht mehr und dann ist das gut. Das ist geil. Ist voll spannend für die Sendung, wenn ich trocken buche. Darf ich den Gronkh auch später mitnehmen oder werden wir dann von der Polizei angehalten und die sagen uns, was sind Sie denn für kranke Bastarde? Wir sagen einfach, wir sind Gynäkologen und kommen vom Weltkongress. So, willst du auch mal? Wir kommen gerade aus Rio. Ja, genau. Kann ich mal um dich rum? Kann ich machen? Ja, ja, ja. So, bei dir machen wir aber was Schönes ins Gesicht. Weil okay, wow, toll. Diese volle Haarpracht. Applizier das doch mal. Oh, ja. Eine kleine Kopfmassage. Oh, Alter, dieser Stuhl. Dieser Stuhl, ne? Der fällt direkt vom Stuhl, wenn er mir durch die Haare wuschelt, weißt du? Das macht der immer. Ja, aber meine Hände sind so fettig, da bin ich vom Stuhl abgerutscht. Schön. Guter Konter. So, ich glaube, dir machen wir eine coole Schusswunde. Okay. Ja? Eine Schusswunde? Eine Schusswunde. Boah, da kann ich helfen. Gerade beim Thema schön durchs Auge geschossen. Ich werde bei ihm jetzt in die Stirn reingehen, aber dann... In die Stirn reingehen. Cool. Das kann man auch zu Hause nachstellen mit einer Spitzhacke, ne? Ja. Tipp zum Beispiel. Die Wolf macht das ganz gerne mal. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Das ist Modellierwachs, das bekommt man dann auch ganz normal wieder. Viel wird ja oft mit Silikon gemacht, ne? Mit so Silikon. Genau, Gummimilch nennt man das dann. Mhm. Gummimilch? Ja, Gummimilch. Das ist hier, da kannst du Latex, einmal mit... Latex, oder nicht? Mit Latex. Latexmilch, stimmt, genau. Latex. Da kannst du mit rumspielen, kannst du ja mal was auf die Finger tun. Das ist nämlich erst weiß und flüssig und es wird, wenn es trocknet, durchsichtig und ist dann wirklich wie Latex auf der Haut. Ach, cool, fest. Ich glaube, das hatten wir auch, als wir Zombies gemacht haben hier genau, mal. Genau. Damit kann man halt diese Brandblasen und alles Mögliche machen. Das ist aber die Trocknungszeit. Ist halt ein bisschen. Du hast ja sogar einen Kuss von dir. Ja. Den hast du aber nicht aufgemalt. Den habe ich mir jetzt aufgemalt. Der ist noch aus dem Seemannsclub. Sie ist zur See gefahren. Das wissen die wenigstens, sie war mein Mann. 20 Jahre. Das ist super. Ich verstehe nicht, wie das mit den Geschlechtsumwandlungen heute da funktioniert. Fantastisch, ne? Der Frank, Alter. Ja. Das ist der ist aber auch der komische Name. Das ist einfach so. Ich muss ein bisschen der Wurf ist französisch, ne? Genau, richtig. I got Fauf on it. Kennst du? So ein Song. Was? I got Fauf on it. Oh Gott, hör dem nicht zu, bitte. Was denn? Der war super. Make it right, man. Stop at the light, man. Kennst du nicht mehr? So, das Tolle an dem Wachs ist, man kann das... Da ist aber ein Popel mit drin, das habe ich gesehen. Man kann auch so Pickel machen. Der hat nämlich hier so eine Sammlung unter dem Tisch immer. Wenn er hier
Dinger im Studio. Sieht voll widerlich aus. Also man aber kann das Max ist okay, ne? Alter. Das ist voll die Warze auf der Stirn. Von wegen Schuss. Auch ein schöner Gimmick zu Halloween. Das hast du jetzt aber ein bisschen mit Schwarz reingebracht. Ja, das ist jetzt von ihm da. Er kann sich bei ach ihm so, bedanken. Von dem, ach ja. Gott, ey. Aber das macht nichts, weil da kommt ja eh gleich Blut und alles rein. Das okay. Heißt, das in die Warze. In die dicke das ist schon ein bisschen Warze. Ekelhaft manchmal, ne? Es wird ja eine Schusswunde. Was war denn das Krasseste, was du jemals modelliert oder geschminkt hast? Kennt ihr die aufgeschnittenen Mundwinkel vom Joker? Ja, mhm. Geil. Die habe ich mir, als ich dann halt gelernt hatte, gemacht. Mhm. Und ich war so stolz auf mein Werk, dass ich halt prompt in meine WG zurück wollte und das den Leuten da zeigen wollte. Und ich hatte vor, wirklich damit in die U-Bahn zu steigen und das aha. Zu zeigen. Ich hatte kein Auto. Und dann habe ich halt kurz vorher in den Nachrichten gehört, dass es irgendwo einen Anschlag gab. Und dann dachte ich mir, das kannst du nicht bringen. Stimmt, ich erinnere mich. Du musst auf jeden Fall dir die Mundwinkel abschminken, weil wenn du jetzt damit in der U-Bahn sitzt, Heidewitzka, stimmt, das wo geht schief. Stimmt, wo dieser Typ ins Kino gerannt ist und alle erledigt hat. Was ein gutes Timing erwischt einfach. Total. Aber Joker ist ja echt cool. Du hast mich auch mal als Joker geschminkt. Ja, das war eher Unvermögen. Und ich habe den Gronkh als männliche Frau geschminkt. Sah sehr gut aus. Es ist natürlich nicht so gut gelungen wie bei dir, aber die arme Worf, ey. Kommt ihr wieder in die Sendung mit den zwei Honks. Tust mir leid. Ja, ja, kein Problem. Es gibt ja Schlimmeres. So. Das letzte Einhorn. Das letzte Einhorn, warte mal ab. Das war auch ein cooles Kostüm eigentlich, das letzte Einhorn. Das wird mir super stehen. Boah, das ist jetzt schon ein Schussloch. Mhm. Wenn da jetzt noch rot unten reinkommt, geil. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen schwarz rein und das Ganze wieder Tiefe hat. Mhm. Weil alles, was schwarz ist, ist wirklich... Da musst du ja teilweise richtig künstlerisch malen, ne? Da musst du ja genau wissen, wie du es malst. Ja, künstlerisch. Ich muss einfach nur ein bisschen Verständnis haben. Wo ist das Loch? Wo muss es schwarz hin? Fertig. Das ist echt nicht schwierig. Ich mach jetzt keine Aber also ich finde, das muss schon schwerer sein, wenn man sich das selbst aufträgt, oder? Als wenn man das jemand für einen macht, so wie jetzt du für den Walle. Es geht. Ein bisschen Fummelarbeit, aber es ist Halloween. Fummelarbeit? Da ist er gleich wieder. Da ist er wieder wach. Aber es ist Halloween, es muss nicht sauber sein, es muss nicht ordentlich sein. Je zerplätschter das Ganze ausschaut, desto cooler eigentlich auch. Du meinst, weil die Leute jetzt später eh besoffen sind? Mhm. Ja, oder dann nochmal in Scherben fallen und so. Und dann wird es aber echter dann auch. Das wäre eigentlich auch geil, so eine Scherbe an Kopf löten, also jetzt nur so Kann man, da gibt es ja auch Mastix-Kleber, da kannst du ja alles mögliche ins Gesicht. Das ist auch gefährlich, kriegst du auch nie wieder weg dann. Nee, musst du aber auch ein bisschen reinstecken, damit die hält. Ja, es sieht schon ganz schön fies aus. Boah, das sieht aus wie ein Pickel. Geil. Das ist der übelste Pickel nach dem Aufplatzen. Alter. Willkommen in der Pubertät. Dä. Na, das sieht schon cool aus. Sieht echt schon so aus. Jetzt kommt das Feintuning. Genau. Und dann wirst du sehen. Ja, ja, dann müssen wir das Austrittsloch hinten noch machen. Also gehe ich heute auf jeden Fall weg heute Abend. Noch, da gehe ich noch auf die Straße. Jetzt kommt das richtig glänzende Blut. Richtig. Das lassen wir jetzt auch ein bisschen laufen. Boah, wenn du jetzt von der Polizei angehalten wirst, kannst du sagen, du bist unterwegs ins Krankenhaus. Valentin Rahmel. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Jetzt hast du echtes Blut noch im T-Shirt. So, das sieht gut aus. An meinen scharfen Augenbrauen. Der Kurt Cobain, der Let's Plays. Nee, der hat keinen Kopf mehr. So, und eigentlich sind wir damit schon. Ja, geilo, Alter. Guck mal, das sieht krass aus. Ja, und auch das dauert so, halt echt nicht lange. Nee, voll geil. Wenn du dann so Dings, da bist du ja. Nee, das muss ein Schuss aus der Entfernung gewesen sein. Kannst du ja echt eine halbe Stunde machen. Ne, so. Ja, klar. Also wie gesagt, man kann jetzt auch wirklich noch mit Kunstblut ins Gesicht klatschen. Das macht alles nichts. Man soll richtig schön zermatscht ausschauen. Und man kann auch wirklich noch mit dieser Latexmilch. Man kann, wenn man sich die wirklich dünn ins Gesicht aufträgt und dann ein bisschen die Haut knittert, sieht man schon alt aus, wieder Blut raus. Das würde ich echt gerne mal machen. Ich würde mal gerne Fake lassen. Ja, ich komme mal vorbei. Ich mach dich mal echt als richtig alten Mann fertig. Ja, mach das doch mal. Kommst du mal in der Sendung vorbei, dann machen wir die als alte Männer. Ja, das ist doch eine richtig geile Idee. Das machen wir. Yeah. Die ist noch sauber. Weißt du was? Nächstes Jahr Gamescom. Ja. Bist du da frei quasi? Ich meine, ja. Ich kann auch frei natürlich. Lass uns mal bitte einen Tag machen, wo wir wirklich als alte Männer über die Gamescom gehen. Mhm. Dass uns keiner erkennt. Das guckt jetzt eh keiner. Sieht keiner. Dann gehen wir wirklich als Opas über die Gamescom und reden auch so die ganze Zeit. Und lalala, so ein bisschen. Ihr müsst aber da noch die jungen Leute triezen mit Stock oder so. Ja, natürlich. So, das war ja so geil bei hier Bad Grandpa.
mit dem Johnny Knoxville. Alter Schwede. Hammer. Hammergeil. Also wirklich unglaublich, wer es da drauf hat. Ja, das ist die liebe Worf, alias Shorty. Bei YouTube könnt ihr mal draufschauen und natürlich auch bei Facebook aktiv, die gute. Genau. Und ja, du machst ja echt sonst Make-up-Artist und so weiter und richtig Maske und Pipapo. Und hat mir jetzt gerade noch einen Kopf geschossen. Aber das lässt man ja gerne mal mit sich machen zwischendurch. So, und wir müssen jetzt eine Runde was Evil Within zocken. Ja, noch einen Kopf schießen machst du gerne auch zwischendurch. Machst du mir auch öfter noch einen Kopf. Ja, gut, das ist ja auch Spaß. Du hast schon so einige Headshots. Ja, deswegen macht man ja gerne. Das ist ja unter Freunden, das bleibt ja nicht lang. Aber ganz kurz, Evil Within, wir haben ja auch noch eine richtig coole Tour mit diesem Krankenwagen. Echt? Uns. Ja. Genau, also wir sind jetzt noch ein bisschen unterwegs und jeder, der natürlich vorbeikommt, kriegt dann von uns auch so ein Gimmick dann geschminkt, richtig schön promotion. Also schminkt ihr die Leute in irgendwelchen Städten dann? Also genau. Die Leute kommen zum Bus und ihr schminkt ihr, also macht ihr dann quasi so ein bisschen Schmuddel. Richtig. Schmuddel. Falls ihr selber mal noch im Kopf haben wollt, könnt ihr die Evil Within Tour besuchen. Wo seid ihr denn jetzt in den nächsten Städten? Kann man das einsehen irgendwo? Oder kann man es irgendwo einsehen? Wo ihr seid? Man kann es sehen, wir sind auf jeden Fall Halloween, sind wir beim Zombie Walk in Essen. Ach geil, boah, das Hammer. Das ist halt, also ich finde es auch cool, dass wir halt wirklich diesen original amerikanischen Krankenwagen haben. Das ist richtig Atmosphäre, man setzt sich hinten rein auf die Liege und dann hat man auch dieses Gefühl. Und wir sind noch vom 14. bis 16. November, wenn Horror Weekend in Oberhausen, meine ich, ist das. Horror Weekend in Oberhausen, da spricht die ganze Welt von, das kennt man. Ja. Wo ist, was ist da? Ja gut, da wird halt alles Mögliche aufgegriffen, was damit zu tun hat. Also auf jeden Fall sind wir da. Außerdem gibt es ja noch weitere Termine, die kann man auf dem Bethesda-Blog auch noch Bethesda. Ah. Sehr gut, der Rummel ist natürlich informiert. Rummel wieder informiert. Der Rummel wollte noch so blöd. Ich sage heute nichts, ihr müsst das alles machen. Aber gut, da hat der Rummel das gut eingeworfen. Natürlich. Sehr gut. Zwischendurch macht er mal was Gutes, ja. Ja. Eher selten, aber manchmal. Ja. Dann lass uns mal eine Runde zocken. Du kennst das Spiel ja schon. Du hast wahrscheinlich ich schon durchgespielt. So zweimal. Du hast ja auch schon gespielt. Ich habe schon durch, ja. Ich habe das heute schon durchgespielt. Genau, und jetzt wird es wieder gruselig und wir würden auch das Licht nochmal wieder umstellen, oder? So. Ja, Wolf, dann sehen wir uns nachher nochmal. Ja. Und wir zocken jetzt eine Runde. Du bleibst aber noch ein bisschen, ne? Ich bleib gerne noch. Evil. Mach's dir bequem in der Besucherlounge. Champagner, Kaviar, ist für alles gesorgt. Ich hoffe doch sehr. Und ansonsten Leitungswasser. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für dieses tolle Loch im Kopf. Gerne. Und wir sehen uns dann nochmal zum Altschmied. Genau, alles klar. Bis gleich. Tschüss. Danke dir. Ja, dann sitzen wir wieder hier an unseren schönen Rechner, natürlich im Dunkeln. Oh, mein Stuhl ist kaputt. Alter, wie crazy das ist. Ah, Vorsicht, das tropft bei dir, glaube ich, aufs Hemd. Da ist schon Blut drauf. Nee, das ist schon. Das muss so? Ja, das ist extra. Ist das gutes Nippelblut? So. Willst du mal lecken? Nicht, dass gleich die Milch einschießt. So, Alter, du zockst Evil Within heute, das Hauptspiel eigentlich des heutigen Abends. Und jetzt sind wir auch passend gekleidet. Kommst du mit dem Controller, kannst du aber spielen. Ich muss nur gucken. Controller kann ich spielen, jawohl. Und das Ding ist, man muss ja kurz erwähnen, ab heute ist dieses schöne Spiel erschienen, also der 14.10. Ihr könnt es ab heute im Handel kaufen, natürlich ab 18 Jahren. Und der gute Gronkh hat natürlich auch ein Let's Play dazu gemacht. Natürlich. Das Game gibt's für PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 und PlayStation 4, also falls ihr noch eine der älteren Konsolen habt, könnt ihr das auch zocken. Also alle Konsolen außer Nintendo? Quasi, kann man so sagen, glaube ich, ne? Ja, eigentlich ja. Ne? Ja, und die erste Xbox, die es auch nicht. Es ist natürlich, müssen wir glaube ich nicht lange ankündigen, ein fettes Horror-Let's Play. Also es wird glaube ich ziemlich intensiv. Vor allen Dingen wird es auch sehr lang. Ja, und vom Erfinder vom Erfinder von Resident Evil, ne? Das ist also schon kein schlechtes Game. Okay. So, wollen wir mal loslegen? Ich kann mal Fullscreen gehen. Die Plazy-Steuerung muss ich gerade noch mal üben. So, wir sind der junge Mann hier, wir sind ein Detektiv und hatten natürlich, wie so oft im Horror-Setting, hatten wir einen Unfall und sind irgendwo im Wald und wissen noch nicht genau, was vor sich geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht der Mann da vorne? Und ich, ehrlich gesagt, so, ich mache mal die Lampe aus. Ehrlich gesagt, sieht der nicht unbedingt sehr vertrauenswürdig aus. Ja, der ist da irgendwas am Schnabulieren. Wundert euch vielleicht nicht, dass nicht der richtige Anfang des Spiels. Wir sind warte. Eine Knarre, okay, die können wir ruhig nehmen. Kommt ja wie gerufen. Ich fühle mich bedroht. Sieht aus! Ich hab grad. Was soll ich machen? Hau ihn weg! Wo ist er? Schnell, Gronkh! Da ist er! Oh Gott! Hallo? Mist, jetzt habe ich auch schon den Track nicht geklickt. Oh, Alter, das war knapp. Der lebt aber noch. Headshots, immer Headshots bei Zombies möglichst. Ja, habe ich versucht, aber Steuerung muss man natürlich erstmal wieder reinkommen. Der lebt immer noch. Snacker, Alter. Du musst ihm den Kopf wegschießen. So, mal kurz das Nasenbein rasiert. Also, 100% uncut ist diese Version übrigens. Das bedeutet, in der deutschen Version ist nichts geschnitten. Natürlich ist das Spiel komplett übersetzt worden.
Ja, und du spielst das Game jetzt auch als Let's Play, aber beim Gronkh seht ihr dann den Anfang. Alles, hier seht ihr jetzt schon das zweite Kapitel. Okay. Die Frage ist, soll ich die Laternen hier an- oder ausmachen? Ich glaube, 14 Kapitel waren es insgesamt. Und das Spiel dauert auch ziemlich lange. Also ich glaube, Netto-Spielzeit, was hat der Peter gesagt, 20 Stunden sind das. Da bin ich mal gespannt, vor allem als Let's Play quatscht man ja auch noch mehr. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Es wird ein riesiges Let's Play werden wahrscheinlich bei dir. Und ich habe gehört, es soll auch schwer sein. Es darf ruhig gestorben werden. Ist der nett? Ich glaube nicht, oder? Ah, okay. Nicht so sympathisch aus. Kein Vollsympath. Hallo, ich will doch gar nicht laufen. Tut weh. Doch. Alter. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Ich glaube, Leslie hat ganz andere Probleme. Ich glaube, der hat echt Probleme. Kann ich das da halten? Fallen entschärfen? Okay. Ich habe ja gerade... Ich wollte die Fallen entschärfen! Lol. Ich wollte die Fallen entschärfen! Ich wollte die Fallen entschärfen! Du lebst aber noch, du lebst aber noch. Wieso lebe ich noch? Du bist schwer verletzt, du bist so gut wie tot und jetzt bist du auch verletzt. Man sieht auch den Charakter. Ich wollte die Falle entschärfen, ich schwör's. Ich wollte ganz nah dran gehen, aber der ist ein Scheiß. Alter, du hast Pfeile machen. Fast an Dead Island, wo Sarazar die Deo-Bombe gebaut hat. Wo er dann nur gesagt hat, oh oh. Das war eine der besten Let's Plays in aller Zeit. Das war super. Boah, wieso habe ich eigentlich einen Pfeil im Arm? Das ist bestimmt ein Splitter vom Balken, der gerade explodiert ist. So was? L1 halten, sprinten. Aber auch cool, dass man nicht nur an der Lebensanzeige den Status des Charakters sieht, sondern dass er sich auch so ein bisschen hängen lässt. Ja, und die Umgebung ist natürlich echt... Da hält sich, glaube ich, auch die Hüfte so ein bisschen. Also zum Entschärfen musst du dich heranschleichen an die Bombe. Okay, das macht natürlich Sinn. Hätte ich vielleicht machen sollen. Oh. So, Steuerungsinformationen. Nähere dich einen am Boden liegenden Gegner und drücke, um ihn zu verbrennen. Haben wir denn Streichhölzer? Ich glaube, dafür brauchen wir Streichhölzer. Da liegen welche. Ah, dann nehme ich die vielleicht mal. Das ist praktisch. So. Das klappt und der liegt am Boden. Ach, der löst sich auch praktischerweise gleich auf. Asche zu Asche. Und was ist mit der globalen Erwärmung? So, ich glaube, ich muss hier mal rum. Das Problem ist, wir werden nicht mehr lange leben. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Gesundheit bekommen, glaube ich. Aber es wäre ganz gut, wenn wir hier mal langsam irgendwo einen Trank oder ähnliches fänden. Ich weiß nicht genau. Oh, die Tür sieht doch einladend aus. Kann ich das Blut nicht trinken? Ich finde, das Logo erinnert total an das Umbrella-Logo, oder nicht? Ein bisschen. Oder ein Radioaktivzeichen. Oh. Diese ja, Frauen, die gehen immer in den Spiegel. Ja, und es geht da ein bisschen mysteriöser zur Sache. Trank, ja, ja, warte. Da ist die grüne Plörre. Da ist grüne Plörre und da liegt noch was Nettes. Ein Reisepass. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Und das sind wir im November 2004. Vorlesen werde ich das mal ausnahmsweise nicht jetzt im Stream, sondern wir lesen das natürlich dann im Let's Play ganz vor. Ich hoffe, da ist mir niemand böse. Oh. Scheiße. Heißt das Lied nicht Fleur de Lune oder so? Ich glaube, Claire de Lune. Claire de Lune. Habe ich, glaube ich, auf Spotify in der Playlist. Wo sind wir denn jetzt? Ein ganz bekannter Track, der aber auch als Schlüssel-Soundtrack hier bei Evil Within genommen wird. Ich frage mich gerade, wir haben gerade einen Spiegel geguckt und sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo. Ja, es geht ein bisschen mysteriöser zur Sache. Ihr seht schon, es gibt Geister, es gibt Zombiewesen. Es ist halt nichts für Zartbeseitete. Wir sind im Krankenhaus. Ich schaue mich mal ein bisschen um gerade. Da ist nichts okay. Da ist irgendein Symbol, ein Stacheldraht. Rumbi, könntest du uns den Spielsound hier ein bisschen lauter drehen? Das wäre lieb. Das wäre super. Durch die Türen komme ich nicht durch. Also diese Bereiche kann man ja vielleicht nochmal erwähnen. Das sind eigentlich so die Bereiche, wo man safen kann. Also es gibt so eine Art Safe Rooms. Ne? Und, das ist gut zu wissen. Aber genau, das hier ist so eine Art Safe Room und du kannst hier auch leveln. Okay, kann ich momentan wahrscheinlich noch nicht, weil... Doch, kannst oder? Du schon, kann weil ich? Du schon die grüne Flüssigkeit aufgesammelt hast. Damit kannst du auch leveln. Erik, weißt du denn mehr über den Charakter eigentlich so? Ich weiß bis jetzt nur, dass es ein Detektiv weiter. Ist. Oh, warte. Hallo. Hey, Schnucki. Alter, die geht mir einfach ins Gesicht. Was bist du denn? Was bist du doch gewöhnt. So. Ey, die ist aber... Ist das eine echte Person oder ein Geist? Wahrscheinlich wieder ein Geist, ne? Ich schieße jetzt mal nicht. So, hier kann man speichern. Die nimmt unsere Aktennotizen auf.
Genau, wenn du auf den Stuhl gehst, dann kannst du auch leveln. Auf den Stuhl. Ich muss auch sagen, die Grafik ist ziemlich atmosphärisch gehalten. Also es sieht schon sehr, sehr, sehr düster aus. Natürlich ist das, wenn ihr es selber spielt, wahrscheinlich noch mal viel krasser. Ja. Ich finde den Stuhl sehr vertrauenserweckend. Ich auch. Da würde ich mich ganz bestimmt freiwillig. Ist wie ein Forschungsgespräch bei Playmassive. Draufsetzen. So. Waffen, Fitness. Ich würde ja Fitness gehen. Ja, glaube ich auch. Und du hast ja jetzt nicht mal das Let's Play gestartet, sondern du hast ja die Demo auch mal gespielt. Deswegen bist du ja schon ein bisschen erfahren in Evil. Ja, aber das hier habe ich noch nie gesehen. Nee, aber grundsätzlich hast du ja schon ein bisschen Erfahrung jetzt mit dem Spiel. Ja, das ja. Aber das war ja jetzt nur einen Tag mal kurz angespielt. Ja, und Let's Play würde zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich erst später kommen, in ein paar Folgen. Deswegen haben wir jetzt noch eine andere Sache gezeigt als im Let's Play, damit ihr so ein paar mehr Einblicke bekommt hier zu Evil Museum. Ich frage mich gerade so als Detektiv, würde ich mich dann doch wundern, wenn ich mich auf so einen Stuhl setze, wäre ich ein bisschen misstrauisch auch. Ja, wer weiß, wie er das schon gewöhnt ist, ne? Wer weiß, wo die Passage kommt, wo man in diesen Stuhl eingeführt wird. Genau, durch den Spiegel kommst du wieder raus. Genau, da laufe ich gerade hin. Der Spiegel, da fehlt mir jetzt nur noch die Ringolle eigentlich. Schon ziemlich Psycho, ne? Ja. Das Lied war gerade voll schön. Aber es hat auch was Abgedrehtes. Ein bisschen so Irrenanstalt-mäßiges. Ja, da war ja auch gerade dieser komische Typ in der Zwangsjacke. Ich weiß halt nicht genau, wo ist der hin? Die Frage ist auch die zeitliche Ansiedlung des Spiels. Das sieht ja nicht unbedingt nach Neuzeit aus, ne? Also gerade eben stand da 2004, wenn man es erinnert. 2004, stimmt, hast du recht. Ja. Obwohl er jetzt auch nicht so aussieht wie 2004, der sieht aus wie so ein klassischer Detektiv. Ja, ein bisschen, ne? So ein bisschen Prohibitionszeit fast. Ja, fast ja. Auch, wegen der Lampe und so. Aber in der Welt der Geister geht einiges vor sich und Zeit ist relativ. So, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Das ist ja auch nur die Frage. Man muss ja natürlich den Weg auch ein bisschen finden. Ich komme ja immer wieder zum Schuppen. Du musst rechts rum. Red rum! Kommst immer wieder im Schuppen. Was liegt so schön einfach? Da hilft nur das richtige Shampoo. So. Die alte Flechte. So. Ja, jetzt sehen wir hier weiter. Das ist ein Außenlevel, es gibt natürlich auch vorne, viele Indoor-Levels. Ich will nicht so schnell laufen. Oh oh. Hast du eine Waffe, die würde ich vielleicht mal ziehen? Schön, wie die Lampe den Arsch beleuchtet. Das muss so. Da freut er sich, der Rumpi. So, ab wann? Ich frage mich, ab wann sehen die einen? Zieh deine Waffe, Alter. Ja, aber ja, dann muss ich ja stehen bleiben. Wieder so verkorkst wie eben und dann ist ach, verkorkst, Alter, ich bin Pro-Gamer. Mhm. Schleichangriffe, guck mal, siehst du? Oh oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das Auge sucht. Er sieht uns nicht. Er sucht uns aber eventuell. Vielleicht hat er was gehört. War das nur einer oder war da noch ein zweiter? Ganz ruhig, ganz ruhig. Schnapp dir die Kreatur der Nacht. Na toll. Das ist super Schlange. Munition alle? Nein! Oh mein Gott! Alter! Hopp! Lal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 
Laterne benutzen wir. Jetzt sind wir hier wieder. Ach, guck mal. Aber das werde ich auch mal anzocken, glaube ich. Also auch so privat. Boah, das ist schon echt nice. Ich glaube, das wird krass. Sind wir hier durchgegangen? Alter, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, so ein phänomenales. Nee, hier sind wir nicht durchgegangen. Nee, das Gitter muss wieder raus. Das war der Checkpoint. Wurde übrigens auch als bestes PlayStation-Spiel auf der Gamescom gekürt. Also hat auch schon einige Titel abgeräumt, auch Tokyo Game Show und so. Bist du sicher? Jetzt bin ich auch wieder beim Lager. Ich glaube, du kommst da nicht durch, oder? Wir sind eben nicht da. Du musst da durch. Ach doch, hier rechts irgendwo lang, ne? Da sind wir damit hier durch. Genau. Da kommt der Irre hier. Da, wo ich die Bombe so professionell entschärft habe. Stopp! Ja, Moment. Ja, diesmal kannst du sie richtig entschärfen. Das sehen wir noch, Rumpel. Das sehen wir noch. Ich, ja, das, wenn du es jetzt wieder nicht schaffst, dann solltest du das Let's Play doch nicht starten. Das war auch das Problem, ne? Ja, ja. Das Problem. Deswegen hat er uns gerade eine mitgegeben. Ich glaube, ich bin verblutet einfach oder so. Ja, da, wir waren halt so gut wie tot. Wir mal quatschen jetzt den Beitrag mal, das haben wir ja eh schon gesehen. So. Verdammt nochmal. Du bist aber auch nur halb voll, wenn ich das richtig sehe mit dem Leben, oder? Ja. Weil erstmal mit der Stacheldraht mit Mütze wird's klappen. So, jetzt habe ich mir, ja, die habe ich mir gerade. Bock hat sich ausgerüstet, ist richtig im Horror-Feeling. So, und jetzt bin ich mal still und konzentriere mich auch mal. Außer, dass ich Stacheldraht im Auge habe. So, saugt so ein bisschen die Atmosphäre ein, die nämlich echt geil zu sein scheint. Jetzt hast du es hinbekommen mit dem Draht. Man glaubt es gar nicht, aber es hat geklappt. Jetzt muss ich ja noch ganz kurz in den Spiegel steigen, glaube ich. Aber vielleicht gucke ich mir einfach mal die Olle an. So, Sprinten verbraucht Ausdauer, deswegen mache ich das gerade noch mal ganz kurz. Ach, der Verbrannte kommt doch jetzt auch gleich noch mal hier. Ah ja, stimmt. Also noch ist er nicht verbrannt. Wir tun ihm mal den Gefallen und ich weiß gar nicht, ob das einen bestimmten Grund hat. Dass wir den brennen? Also du musst, glaube ich, fast alle Leichen abfackeln, weil die sonst wieder aufstehen können. Weil das Böse. Wenn es Bratmaxe gibt. Achso, darf ich ja gar nicht sagen. Gibt er wieder Bier, ne? Wenn es irgendeine Würstchenmarke gibt. Okay. Ich speichere diesmal mal nicht, ne? Nee, wir rennen mal durch. Spiegel haben wir gesehen, genau. Müssen den Dings, die Passage würde ich aber hier schon gerne schaffen mit dir. Ja, wäre schön. Ich würde mich auch freuen, wenn das klappt. Muss ich ein bisschen konzentrieren. Denk an Munition sparen vorgehen. Du musst echt Headshots setzen. Du hast nicht so viel Muni. Ich habe einen Headshot gesetzt, hat aber nicht funktioniert. Du musst direkt hinschleichen, jetzt während er auf die Tür haut. Ja, mach ich gerade. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schleichangriffe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, wenn er dich jetzt umdreht. Mut auf! Yeah! Denk mal drüber nach, Junge. Kann er nicht so, mehr. Ist nicht mehr viel drin jetzt. Ach, hier, guck mal da. Gibt's noch zwei Patronen? Warum auch immer der die hat? Oh, die sind Gold wert. Willst du da wirklich reingehen? Hä? Wieso kommt denn der Zombie nicht rein und wir schieben aber die Tür auf? Die sind ein bisschen hohl, die Zombies. Hätte wenigstens die Tür nach außen aufgehen müssen eigentlich. Ja, aber egal, komm. So, ach, hier kommen wir. Ist da ein Fenster? Oh, was ist da los? Da brennt etwas. Den Typen gerade eben hast du auch nicht angezündet, ne? Nee, den habe ich mal liegen lassen. Den haben wir aber auch hinter uns gelassen. Und wir haben kein Streichholz, glaube ich. Ich weiß gar nicht, haben wir eins gefunden oder mehrere? Du hast eine ganze Box gefunden. Vielleicht findest du noch Öl und kannst das scheiß Ding mal ölen hier. Na, jetzt sind wir ja eh durch, jetzt bringt's ja nichts mehr. Ich trau mich gar nicht hier weiterzugehen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt wird's langsam ein bisschen gruseliger. Hallo. Ist doch ein Mensch auch, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt oder nicht ganz Geist sicher. Oder was auch immer. Alter Schwede, was kommt da? Okay, Mensch ist relativ. Akne. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, der Stacheldraht. Automatisches Zielen. L2 halten. Zielen, wenn du dich in einer bestimmten Entfernung zum Gegner befindest. Aha, du nimmst den nächsten Gegner vor dir an, solange du die Taste gedrückt hältst. Okay. Na, das wirst du wohl noch hinkriegen. Du kannst ja auch ablenken mit der Flasche, ne? Ja, das versuche ich gerade mal. Ein beliebter Trick in
vielen Spielen. Und auch hier bei The Evil Within kommt zum Vorschein. Ich freue mich, dass das Game endlich released ist. Der war getroffen. Ja, den hast du gut erwischt, mal. Geringfügig. Munition alle? Nee. Versteck dich. Jetzt müssen wir den irgendwie umlaufen. Hat der jetzt gerade gewirrt? Ja, das war im Game, das war ich nicht. Ich glaube, du musst dem auf den Deckel geben. Ich glaube, das führt keinen Weg drumherum. Willst du mal da reingehen? Vielleicht gibt's da noch was? Ja, warum nicht? Wir haben ja Zeit. Ich meine, der ist eh ein bisschen behäbig und nicht so schnell. Hinter dem steht ein Zombie, der macht die Tür eine Stunde lang auf. Das gibt's doch nicht. So. Ah. Ja, aber die Zombie. Oh, der ist da. Was? Lass mich in Ruhe. Nein, nicht schnaufen. Nicht, dass er wieder schlapp macht. Ey, zwei Stück kriegst du nicht weggeboxt. Never ever. Ist auch nur einer. Ja, das waren zwei gerade. Kommen Sie rauf, komm! Ja! Der hat dich erwischt. Es waren zwei, definitiv. Alter, was die vertragen, die Bestie. Ich will eigentlich sehen, wie der da reintritt, muss ich zugeben. Dann musst du wohl nochmal mit der Kamera. Ja, genau so. Ach ja, wir dürfen ja zeigen. Tanz Samba mit mir, Samba die ganze Nacht. Alter. Lieber mal den anderen, der das Problem ist, der steht aber gleich wieder auf, ne? Er muss ihn anzünden. Den anderen, der sieht dich jetzt gerade nicht. Den würde ich jetzt. Ich wollte zu dem Symbol gehen. Da, das Symbol ist doch da. Da, wo es leuchtet, wo diese grüne Grütze rauspumpt. Ich kann ihn nicht anzünden. Doch, kannst doch, du, das war gerade am Leuchten. Voll ich der andere da. Nein! Ich hab LS gedrückt, ich hab's gemacht. Ach, wir schaffen das nie, wenn du so weitermachst. Ich hab doch LS gewackelt. Oh mein Gott. Das Spiel ist ein bisschen gnadenlos. Willst du auch mal? Vielleicht stellst du dich ja besser an als ich. Boah, Alter. Okay, das erste Mal für mich. Ich fühle mich auch einmal so ungesund. Alter Schwede. Komm, einmal muss ich. Da kannst du sagen, was du willst, das Spiel ist aber knallhart. Das ist echt schwer. Und gnadenlos. Geh ich in Deckung? In Deckung R1. Okay. Ja, stimmt nicht. Also ich glaube, die richtige Strategie wäre auch einfach weiterzulaufen und gar nicht unbedingt alle wirklich fertig zu machen, oder? Nee, ich glaube, das darf man auch gar nicht machen. Ich glaube, die musst du hinter dir lassen. Das Problem ist nur, die kommen ja hinterher. Genug Munition auch dafür. Wo muss ich denn lang? Ich muss links rüber, oder? Du musst also durch die Tür gehen, aber du kannst am Haus rechts dran vorbei. Ich dachte links, ich muss da den Weg links weiter, ja, links ich würde auch sagen. So, jetzt gehen die da hin, die Jungs, oder? Hoffentlich. Geht auch der andere da hin? Ja, der geht hin. Der gibt's auch eine neue Flasche? Ja. Go, go, go! Lauf einfach dran vorbei. Ob man da auf den Rumpel hören sollte? Mhm. Guck mal, der Rumpel, der gibt immer gute Tipps. Okay. Saraza ist jetzt schon weiter als du, Gronk. Ja, ach, ist ja Big Deal. Okay, was habe ich hier? Ein Revolver? Ah, cool, da kann ich die Slots selber bestimmen, die Quick genau, Slots. Das genau, finde ich genau. Ganz gut gemacht. Okay, Ausrüstung benutzen ist klar. Einer ist ein Magazin, zwei ist eine Reserve. Okay, und wie ziehe ich die Waffe? L2. Okay. L2 zum Zielen und er zielt immer direkt auf den Kopf vom nächsten Gegner. Da kannst du dich aber vielleicht anschleichen. Ja, ich bräuchte am besten noch eine Flasche oder sowas. Alter, also das ist ja fies, dass die Fackeln haben. Ist auch schon eine verdammt. Ich kenne auch keine Zombies persönlich, die Fackeln haben. Die Fackeln halt nicht lange. Oh, das war so offensichtlich, der Spruch. Du weißt schon, dass die jetzt aufmerksam sind. Aber nee, irgendwie sehen die dich trotzdem nicht, habe ich gesagt. Nee, ich habe mich auch hier unten gut gestellt, Jungs. Also, überlass halt mal den Papa. Ach Gott, jetzt fängt er wieder an zu prahlen. Ich kann dich nochmal an Afterfall erinnern. Hä? Was? Ich hab's geschafft. Das war nur ein Bug, dass ich da nicht durchgekommen bin. Und du kannst sogar bezeugen. Ich würde ihn echt umnieten mit einem Messer, nicht mit der Pistole. Okay, du hast recht. Ich habe jetzt natürlich nicht. Ranstelzen und X. Jetzt. Jetzt dreht er sich bestimmt um, ne? Vergiss nicht anzuzünden. Da ist das Symbol. Der hat ein Streichholz dabei. Und jetzt mit Kreis.
Nee, oder? Achso, nochmal Kreis drücken, okay. Ah, das kriege ich noch nicht ganz hin. Ah, ich muss jetzt die Falke in die Hand nehmen, okay. Jetzt Kreis drücken einfach, wenn der in der Nähe ist. Nee, damit droppe ich doch die Fackel. Also eigentlich zündest du damit auch an. Ach, egal. Ich zieh jetzt weiter. Krieg's noch nicht ganz hin mit der Steuerung. Sorry. Vorsicht! Alter! Nun! Boah, ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen. Déjà-vu. Und du wurdest entdeckt. Hi! Lauf! Los, stellst du dich! Ich renne so schnell ich noch kann. Und hier geht's nicht weiter, nein! Nein! Doch, du musst nur das Steuerrad 10 Mal umdrehen. Alter! Komm schon! Oh mein Gott! Du Scheiße! Ach, der war noch so lange! Nein, die sind convenient! Ah, oh, die ganze. Okay, jetzt hier durch. Ey, wir warten noch ein bisschen nicht umhauen. Alter Schwede, das Game ist. Das ist Let's Play Sterbesequenzen. Oh mein Gott, da muss man natürlich reinkommen. Wir spielen es ja auch, also ich zumindest jetzt allererstes Mal. Das ist ja auch schon krass. Alter, das ist richtig crazy. Also du wirst auf jeden Fall angespannt. Ja, unglaublich. Wenn du da drinnen sitzt, da bist du echt wie eine Weste. Die Viecher verfolgen dich jetzt. Da ist schon einiges dabei. Das mit dem Kacken schwer war nicht übertrieben, glaube ich. Nee. Wie der Erik schon gesagt hat, man darf sterben in dem Spiel, glaube ich. Ich vermute fast, es ist sogar gewollt, dass man stirbt. Der sieht mich. Nee, das Auge wandert noch, der sieht dich nicht. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Sehr gut, und ich renne an der Seite lang. Was ist das? Hat nur so ein Rechner. Boah, ich würde den Rechner ja sofort mitnehmen in so einer Welt, ne? Wird sich mit rächen, ne? Ja. Für die ganzen schlechten Witze will ich mich rächen. Okay. Alter, das ist auch so mega duster. Weißt du was, wenn es zwar super wäre? Ups. Wenn man das Spiel gewinnen könnte. Das wäre ein Hammer, boah, oder? Das wäre der Oberhammer. Und wenn man dann noch eine PS4 gewinnen könnte. Vielleicht haben ja Leute auch das Gerät nicht dazu, um das zu spielen. Das wäre auch geil, wenn das Gerät auch noch dabei wäre. Du meinst zum Beispiel so eine PlayStation 4? Zum Beispiel. Weil ich glaube, auf der PlayStation 3 läuft das nicht. Ich meine, PlayStation 4, okay, klar, schön, wenn es dabei ist, aber wäre das nicht geil, das Game zu haben? Muss ich revidieren, Rumpel. Gibt's auch für PlayStation 3. Ja? Ja. PlayStation 4 wäre schon geiler, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Also das Spiel mit einer PlayStation 4, das zu gewinnen, das wäre der Hammer. Ich frage mich, ob sowas überhaupt möglich ist. Menschenmöglich. Das frage ich mich ja. Hey, da war eine Flasche gerade. Scheiße. Mann, im Dach war. Box ihn weg. Sag, hier kriegst du jetzt auch. Keine Gnade. Alter, die vertragen einfach der Fackel. Nein, was? Der Sack. Die Sau. Du kriegst jetzt richtig auf den Sack. Du Schwein. Du bist ja der Burger. Ja. Was kannst du jetzt von ihm einsammeln? Was war denn das gerade? Die Fackel. Ja, die auch, aber eben gerade konnte man da noch irgendwas einsammeln. Ja, da war irgendwie so ein Stückchen. Ich weiß nicht genau, was es war. Scheiße, man den nicht anzünden kann. So, jetzt muss ich hier nicht aufpassen. Und genau. Kann man mit der Fackel jetzt die anderen Zombies... Kann man die anderen Zombies jetzt anzünden mit der Fackel? Das würde mich mal interessieren. Die da rumliegen, meine ich. Weil die sind doch gerade jetzt einfach aufgestanden. Nur mit Streichhölzern. Hier war nicht die Falle, oder? Ich also glaube auch nicht. Zumindest sehe ich hier keine. Ich habe voll Angst. Oh mein Gott. Da, hier kann man sich verstecken. Sehr gut. Ich bleib hier. Bis morgen dann. Ah. Boah, man ist echt... Man hat eine Verschnaufpause, ey. Oh. Aber du warst doch gerade eben schon an der richtigen Stelle mit dem Rad. Da müsst du doch eigentlich nur noch hinlaufen. Das war doch um die Ecke eigentlich. Ich mach das. Ach nein! Ich würde sagen, du hast die Falle gefunden. Alter, mir rutscht das Herz in die Hose. Oh Mann. Boah, die müssen rumpeln jetzt auch nochmal. Ich hab ein Loch in der Stirn. Oh, hast du gerade. Ja, das kommt von der Bombe gerade. Boah, wie gemein das ist mit den Fallen und so. Alter, du bist echt angespannt. Mein Herz geht gerade auf 180. Ich frage mich, ob man noch Gegner in die Fallen locken kann. Und das Problem ist, es ist ja nicht so ein Zombies-Schnetzler. Gar nicht. Du musst ja wirklich aufpassen, dass die Gegner dich nicht erwischen. Das ist halt Hardcore-Survival, ne? Ja, Zombie-Stealth-Game. Aber absolut. Und dann diese Fallen, die siehst du nicht.
Also vielleicht habt ihr die gerade zu Hause gesehen. Bei uns der Fernseher natürlich jetzt auch ein bisschen weiter weg. Gar nichts. Nee? Nee, die eben habe ich aber auch gerade überhaupt nicht gesehen. Ja, ist natürlich auch, wenn dir die Scheinwerfer hier entgegenleuchten und du dann auf den Fernseher guckst, ein bisschen problematischer. Ich weiß nicht, ob du das Licht anhattest. Ehrlich gesagt, habe ich es nicht gesehen. Alter, was machst du? Ich wollte mich anschleichen. Hau drauf. Dreieck. Der hat gerade eben noch die Waffe gezückt und geladen. Warum? Dreieck. Mann, ich habe doch angegriffen. Da hast du es mit Viereck dran. Alter, aua. Du stehst im Feuer. Yeah! Das war eine geil. Super Runde. Ja, das war die E-Wolves. Das war unser kleines Herren-Barbecue. Ich freue mich aufs Let's Play von dir. Boah, das wird katastrophal. Ich werde so versagen. Ich freue mich aufs Let's Play. Jetzt genau gerade eben umgelegt. Nur zu diesem einen Ort mit der Kurbel kommen. Dann hätten wir einen wunderschönen Abschluss. Das ja, müsst komm, ihr das schaffen wir noch. Okay, ich drück dir das nochmal in die Hand. Das soll ich das machen? Du bist doch der Typ, der ich trau mich jetzt nicht, Alter. Das gibt's. Der hat sich gerade eben umgedreht. Ich wollte den gerade niederstellen mit Mix. Oh, genau in der Sekunde. Nein, jetzt mache ich das. Komm, du schaffst das, Alter. Aber die Frage ist, muss ich jetzt hier lang oder da hinten lang? Weil da hinten war jetzt auch noch ein Feuer. Ich bin jetzt auch mal außen rum gegangen. Also du kannst dich auch, glaube ich, komplett vorbeischleichen, ohne die anzugreifen. Aber wie? Alter, das wird so knüppelhart. Das ist knüppelhart. Aber auch echt geil. Das passt da nicht zusammen. Da ist eine Flasche. Du kannst komm, da ist eine Flasche. Da ist eine Flasche. Du bist gerade an der Flasche vorbeigelaufen. Wie? Weil er sitzt doch neben mir. Nee, jetzt bist du schon wieder dran vorbeigelaufen. Wo siehst du links, die Flasche? Da leuchtet was. Ein bisschen weiter näher ran an das Gestrüpp. Hier irgendwo ist eine Flasche. Ich habe eine gesehen. 100 pro. Alter, seit der Rumpel wieder trocken ist, ne? Furchtbar. Nee, ich weiß nicht, wo du hier eine Flasche siehst. Ist doch völlig egal. Hau den um. Schleich dich von denen an, so wie ich es gemacht habe. Das hat doch alles funktioniert. Ich sehe die hier nicht, Rumpi. Ich sehe jetzt auch keine mehr. Ah, der hat Tomaten auf den Augen, sagt man doch, ne? Wer kommt eigentlich auf Tomaten auf den Augen, ne? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein Agrarökonom. Hier in dem Spiel kriegst du ja die Augen ausgerissen. Ausgelutscht. So, ich warte mal. Obwohl, so ein Auge soll ja von innen ziemlich hart sein, ne? Also nur der Kern. Also wie so eine Olive quasi. Da sehe ich schon. Ja, das da Kabel. Siehst du den. Das ist es. Ganz langsam. Ganz oh, langsam. Da ist eine Flasche. Ganz langsam, mein Freund. Ganz langsam. Hä? Piano. Du musst aber in die Ecke. Du musst in die Ecke, glaube ich, oder? Das Problem ist, unser Freund steht gleich wieder auf. Kann man sich da eigentlich auch drunter lang sneaken? Ich sehe da oben ein Auge. Wieso? Ich kann die Bombe nicht entschärfen. Ich bin genau daneben. Ich kann die nicht entschärfen. Ich glaube, du musst weiter ran. Ja, vielleicht auf die andere Seite. Alter. Ich weiß es auch nicht. Ich kack mir ja gleich nicht. Geh einfach außen rum. Komm, scheiß drauf. Geh außen rum. Mach mal Licht an, sonst siehst du ja gar nichts. Ja, Licht, wo hier immer Zombies sind. Du bist natürlich auch ein Survival-Experte. Guck mal. Ganz kurz. Ja, jetzt guck mal da vorne. Hier ist. Grünes Gesöff. Ach du Scheiße! Hau den in die Falle! Du kleines, dreckiges Arschloch! Och Mann, ich hasse dich! Oh Gott, das Problem ist, du darfst jetzt nicht getroffen werden, weil du brauchst ein Leben für die Kurbel. Was meinst du? Ich verstehe dich gerade nicht, weil ich kein Bewerbungsgespräch habe. Mit dem Analogstick runterscrollen, ne? Dann kannst du deine Kamera wechseln. Ja, aber ich will auch nicht, dass die Leute hier so viel Blut sehen. Ich möchte doch genau, bei unserem Horror-Special um 11 Uhr abends. Damit ich möchte die Gemüter nicht verunsichern. Was ist mit den beiden Leichen hier? Ja, versuch die mal anzuzünden. Ich hab doch kein Feuer. Nein. Ja, aber das ist echt eine gute Idee. Schnell kurbeln. Die einzige Möglichkeit. Okay, schnell kurbeln. Und dann rapp die Post rein da. Rappi zappi! Okay, jetzt geht's los. Ich drücke so schnell X, wie ich kann. Durch. Nein, der haut doch schon drauf. Das schafft man nicht. Wie sieht der denn aus? Renn, der haut jetzt. Ja! Ja! Sehr geil. Das Problem ist, die kommen jetzt natürlich hinterher. Oh mein Gott. Einfach weiterlaufen. Weiterlaufen. Ich weiß noch nicht, wohin. Auf dem Weg, da war noch ein Weg. Kontrollpunkt, hier war ein Kontrollpunkt. Da war noch ein Weg. Ich weiß nicht, ob er rennt falsch. Wo soll ich denn hin? Ich hab doch kein Zuhause. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ganz okay. Sieht gut aus. Ja, das sagst du so und dann jugendlichen Leichtsinn. Mehr nach rechts vielleicht. Ja. Nicht in den Abgrund. Ach so, das ist natürlich ein Tipp. Hör auf! Gott. Die sind da! Rauf ab! Ich kann nicht! Das gibt's doch nicht!
Ich hab geschüttelt! Ich hab geschüttelt! Wegrennen! Ich kann nicht! Ich seh doch nichts! Nein, wegrennen! Lasst mich in Ruhe! Nein! Ich wähle eure Partei nicht! Nein! Scheiß Bundestagsabgeordneten! Lasst mich in Ruhe! Ich unterstütze euer Wahlprogramm nicht! Ab hier, du bist tot! Ja. Ich kann doch nicht leuchten! Die Augen leuchten! Das sind zu viele! Ich denk mal drüber nach! Ich leg mich einfach hin! Es ist zu spät! Okay, du wieder! Alter, komm, du wieder! Ja, es hilft doch nichts bei dem Abschluss, Alter. Ey. Es kann doch nicht einfach wahr sein. Einfach 10 Leute willst du nicht wahr. Ich war so unglaublich stolz auf dich. Ja, du musst rennen, du kannst nicht gegen die fallen. Ich kann nicht rennen. Der ist doch, der kann 10 Meter rennen, dann bricht der zusammen. Du bist aber irgendwie vom Weg abgekommen. Am Anfang war da ein Weg und dann bist du plötzlich in den Wald rein. Warte mal, Rumpel, wenn da 10 Zombies um mich rumstehen, dann stehe ich nicht erstmal da und guck mir gerade die Auslage an, wo es lang geht. Davor schon. Hier ist der Weg, wo ich gerade lang renne. Genau, den Weg einfach lang. Gut, dann guck ich mir jetzt einfach als Zuschauer an. Ach, das ist angenehm. Zuschauer sein ist so schön. Lauf! Ich kann ja nicht schneller, oder? L1 kannst du rennen, aber Vorsicht! L1, nicht L2. Nein, nicht R1! Ah, gut. Ich erwarte nur ein kleiner Hint, so, weißt du? Ja, aber lauf nicht zu lange, sonst bricht der gleich zusammen. Huch. Ah, okay, da siehst du auch unten die Ausdauer. Sonst bricht der klappt der Stuhl zusammen. Ja, der ist voll der Programmierer, der hält gar nichts aus. Alter. Gott, jetzt hier zu? Oh nein! Alter, Lara Croft wäre da jetzt so rüber. Ja, das war ich natürlich. Ja, ich weiß. Aber du kannst das voll gut. Alter Schwede, es geht ja mal. Yeah. Adios, amigos. Wir sehen uns im Let's Play. Alter. Ey, das war hart. Das muss war noch einiges üben, ey. Bin gespannt, ob das ist mir hier vor lauter Aufregung ist mir sogar mein Stacheldraht aus dem Arm gerutscht. Und wenn ihr euch zu schlecht spielt, ihr könnt es natürlich auch selber kaufen. Wie gesagt, gibt's für alle Bitte Konsolen. Was? Ab heute ist es draußen, so. Ab dem 14.10. könnt ihr es kaufen. Diese Sendung ist ein wenig früher aufgezeichnet worden, deswegen nicht 100% live, aber wir haben natürlich richtig Spaß gehabt hier mit Evil Du, ich guck mal, was so auf Twitter los ist. So, hätte klappen können. War richtig, richtig geil. Könnt natürlich auch twittern dazu mit Evil Within. Einfach Hashtag Evil Within. Vielleicht schaffen wir es sogar von Nepal aus, da mal reinzugucken. Denn zum aktuellen Zeitpunkt, wo alles über eurem Monitor flimmert, sind wir gerade in Kathmandu irgendwo um die Ecke. Genau. Und es war auf jeden Fall ein Riesenspaß. Also es macht richtig Laune, das Game. Es ist absolut spannend und richtig nervenaufreibend. Ist aber auch kacken schwer. Das muss man einfach sagen. Also ganz ehrlich, wenn das vor allen Dingen, das ist so lang. Und wenn man so oft stirbt, ich glaube, das wird... Ich glaube, es wird uns einen langen Weg begleiten. Absolut. Und wenn ihr eine PlayStation 4 gewinnen wollt mit Evil Within, könnt ihr natürlich bei diesem Gewinnspiel teilnehmen. Hier kann man das sehen. Ist richtig geil. Wir können das Case zeigen. Das haben wir hier. Das ist das Case Evil Within. Da hinten und in vorne. In der PlayStation 4. Es gibt natürlich die PlayStation 4 mit diesem wunderbaren Spiel. Und das könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach auf unsere Facebook-Seite geht und dort ein paar Bilder zum Thema Monster zu Halloween, Bestien, Zombies, als dass ihr euch verkleidet. Ihr wisst Bescheid. Das Gewinnspiel wird nicht in einer der nächsten Sendungen aufgelöst, sondern direkt auf Facebook. Schaut also öfter mal in euer Postfach. Und genau. Also es geht darum, dass natürlich die Leute 18 sein müssen. Ist ja ganz klar. Genau. Also 18. Teilnahme Tipps, auch erst ab 18. Weil die Tipps Spiel von der guten FOF einfach mit beherzigen und mal gucken, was dann an verschiedenen Halloween-Kostümen dabei rauskommt. Genau. Verstümmelt euch ein bisschen. Natürlich die wollen auch ja noch mal reinkommen. Kannst du mal winken gerade. Sie sitzt da hinten gerade. Sie sitzt da hinten so heimlich. Und hat sich vorher hier ins Studio geschlichen, damit keinem auffällt. Du Neckische. Komm mal, wir müssen hier rüber, sonst bist du ja nicht in der Kamera. Oh, ich komme in die Mitte. Genau. Ich würde dir den Schuh anbieten, aber mit dem kippst du sofort rum. Alles ein toller Schuh. Wir sind immer vorbereitet für alles. Nein, liebe Freunde, dafür darfst du mal auf unsere Mobbinglampe drücken. Die passt nämlich voll zur Szenerie. Mobbinglampe? Das ist die Mobbinglampe, wenn hier jemand gemobbt wird. Aber heute ist die Horrorlampe. Mach ich mal? Ja, mach mal. Was? Yeah. Da jetzt kommt die so, und geil, dann mit Konfetti, ja, weißt du? Da bräuchten wir es eigentlich, weißt du? Aber kein Budget für sowas. Ich kann ja mal was hochwerfen. Ist ähnlich. Liebe Freunde, das war's von unserem Horror-Spezial mit Evil Within und Afterfall. Und der lieben netten Worf, die uns hier richtig cool geschminkt hat. Wir sehen uns wieder an einer der nächsten Folgen von Let's Play Together oder in einem schönen Let's Play. Selbe Stelle. Selbe Welle. Yeah. Tschüss. Ich wink nochmal 10 Stunden.